Schon seit einigen Jahren bietet Sony mit PlayStation Now einen umfangreichen Streaming-Service für Spiele an. Im Angebot Titel von PlayStation 4, aber auch von PlayStation 2 und 3. Die Games kommen über das Internet nicht nur auf die PlayStation, sondern auch auf PCs und Laptops mit Windows. Über 650 Spiele stehen derzeit zur Auswahl. Im Oktober hat Sony zwei Punkte am Service entscheidend verändert. Erstens gibt es jetzt alle drei Monate neue Blockbuster. Zurzeit sind das zum Beispiel God of War, Uncharted 4, GTA 5 und Infamous Second Son. Außerdem wurde der Preis deutlich gesenkt, um mit den bei Abo-Diensten üblichen Preisen zu konkurrieren. Wir stellen euch den Service und seine Features nach dem Mini-Reboot vor. Mit PlayStation Now könnt ihr PlayStation-Spiele auf eure PS4 streamen oder herunterladen. Außerdem könnt ihr Games auf einen Windows-PC streamen. Wollt ihr am PC spielen, könnt ihr einen DualShock anschließen oder einen anderen Controller verwenden. Außerdem braucht ihr einen PSN-Account und ein PS Now-Abo. Und eine ordentliche Internetleitung natürlich. Habt ihr alles beisammen, könnt ihr loslegen und habt sofort Zugriff auf hunderte Spiele. Jeden Monat kommen neue dazu. Speicherstände sind online gesichert und über PS4 und PC hinweg nutzbar. Ihr könnt also zum Beispiel zu Hause auf der PlayStation anfangen zu zocken und unterwegs auf einem Laptop weiterspielen. Im Oktober 2019 gab es einige Neuerungen bei PlayStation Now. Unter den aktuell über 650 verfügbaren Spielen befinden sich nun im dreimonatigen Wechsel auch große Blockbuster-Games. Auch der Preis hat sich geändert, nämlich nach unten. 9,99 € kostet PlayStation Now monatlich. Drei Monate gibt es für 24,99 €, also rund 8,30 € pro Monat. Abonniert ihr gleich für ein ganzes Jahr, zahlt ihr 59,99 €, also rund 5 € pro Monat. Als neuer User könnt ihr den Service 7 Tage lang kostenlos ausprobieren. Unter den wechselnden Blockbuster-Games findet ihr derzeit gleich mehrere spannende Titel, die noch bis Anfang Januar bei PlayStation Now verfügbar sind. In Uncharted 4 schlüpft ihr in die Rolle von Nathan Drake und begebt euch auf eine gefährliche Jagd nach unbeschreiblichen Reichtümern. Drakes Bruder Sam taucht nämlich wieder auf und bittet euch um Hilfe, um sein eigenes Leben zu retten. In God of War kehrt ihr als Kratos zurück in den Kampf, der nach seinem Rachefeldzug gegen die Götter des Olymp nun im Reich der nordischen Götter und Monster lebt. In einer erbarmungslosen Welt müsst ihr nicht nur selbst um euer Leben kämpfen, sondern auch eurem Sohn das Überleben lehren. Steht euch der Sinn eher nach flotten Karren, viel Action und Schießereien? Dann könnt ihr mit PlayStation Now auch GTA 5 spielen. Nicht nur der umfangreiche Singleplayer steht euch zur Verfügung, sondern auch der beliebte Online-Multiplayer. Auf der PlayStation 4 könnt ihr das Game nicht nur streamen, sondern auch herunterladen. Und natürlich steht euch auch bei allen anderen Spielen der Multiplayer zur Verfügung. Unter den über 650 Spielen bei PS Now befinden sich noch viele weitere Games, die wir in Tests mit hohen Wertungen versahen. Rocket League, Bloodborne, Mortal Kombat 10, Batman Arkham Knight, Bioshock 1, 2 und Infinite, Red Dead Redemption und viele weitere Games von PlayStation 4, aber auch PlayStation 2 und 3. Wollt ihr den Service ausprobieren, nutzt die kostenlose einwöchige Testphase. Das breite Angebot an Spielen ist derzeit ziemlich konkurrenzlos und PlayStation-exklusive Spiele sind mit Sony Streaming Service nun auch auf PCs spielbar. Weitere Infos zu PlayStation Now findet ihr auf pcgames.de und auf der PlayStation Now Website. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns außerdem gerne einen Daumen nach oben und abonniert unseren YouTube-Kanal. Auf pcgames.de findet ihr außerdem jede Menge Artikel, News, Features und vieles mehr zu den verschiedensten Gaming-Themen und Spielen.